Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer, ja, heute, glaube eine sehr, sehr schwere Challenge. Eine Panini-Challenge, eine Panini-Dwarf-Challenge mit den Serie A Calciatori 22-23er Sticker-Tüten. Wir haben 11 Tüten am Start. Wir dürfen aus jeder Tüte, aus jedem Pack dürfen wir einen Spieler in unser Team aufstellen. Und ihr wisst, Serie A Sticker ist immer eine harte Kost. Also, was die Spieler angeht. Ich kenne einige Spieler, so von den Top-Mannschaften klar, aber so von den kleineren Mannschaften kann ich jetzt nicht sagen, wer da der, weiß ich nicht, ne, der besser ist zum Vergleich zu einem anderen Spieler. So, hier im ersten Pack würde ich sagen Locatelli, zentrales Mittelfeld. Wenn ihr Bock habt, die Serie A Sticker auch zu sammeln, auszupacken, könnt ihr sehr gern den Link unten in der Videobeschreibung auschecken. Wahrscheinlich basteln wir uns jetzt so eine komplette Juventus-Turin-Mannschaft zusammen, Kapi. Danilo, wir hatten sogar Glück und dass wir wirklich einen akzeptablen Spieler ziehen mit Danilo, Außenverteidiger. Orsoloni, das ist geil gemacht. Saugeil, was ist das für eine Stickernummer? Die Stickernummer 00. Na, jetzt haben wir ein Problem, wir können nur Orsolini mitnehmen. Von Bologna. Alle anderen sind ungültig quasi für die Dwarf Challenge. Das ist natürlich auch ein Bruch und Riccardo Orsolini, kann ich euch jetzt nicht sagen, ob das ein guter ist. Und das Ding ist, ihr bewertet das Team am Ende in den Kommentaren. Das ist euch bewusst, ne? Von 0 bis 10 Punkten. Success. Und hier ist auch wieder nur einer. Ist auch ein Stürmer. Doppelspitze. Doppelspitze ist gesichert. Die zweimal die 7, Junge. Zweimal CR7, Kapi. Zalewski. Bistovic, Chirikis, Ante Rebic und Bashirotto. Ich stelle Ante Rebic dahinter, so als hängende Spitze, Mittelstürmer-mäßiger. In Mittelstürmer-Manier. Demiral. Sima und Caldara. Dann nehme ich einen Demiral mit als Linksverteidiger. Meri Demiral von Atalanta. Jetzt fehlen noch zwei zentrale Mittelfeldspieler, zwei Innenverteidiger. Und einen Djuricic ist nicht verkehrt, aber vorne ist jetzt auch kein Platz mehr. Ja, ich muss Gigi mitnehmen. Gigi. Ich hoffe, Gigi ist gut. Gyasi ist auch kein Platz mehr. Wallace könnte man machen, zentral. Pellegrini, Perin. Und ich glaube, ich nehme jetzt schon mal Mattia Perin mit, bevor ich am Ende gar keinen Torhüter da hinten drin habe. Weil es sind ja nur noch Drei Packs. Jeremy Teuran. Bayrami. Ja, und jetzt kommt natürlich Rui Patricio. Der ist natürlich. Ich finde Rui Patricio besser als Mattia Perin. Aber jetzt muss es ein Jeremy. Jeremy Teuran als. Ist Außenverteidiger, deswegen stelle ich ihn als Sechser auf. Auch wieder schwer. Aber ich nehme Harry Winks mit. Hat bei Leicester Tottenham gespielt, glaube ich. Und jetzt letztes Pack und jetzt fehlt der Innenverteidiger. Joshua Zirkzee ist hier am Start. Und es ist auch ein Verteidiger mit dabei und das ist hier von Atalanta mal wieder. Okoli. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Was ist das für ein Serie A-Team? Ist das gut, ist das schlecht? Ich kann es ehrlicherweise nicht wirklich bewerten, aber ich hoffe, da ist der ein oder andere Serie A-Experte von euch dabei. Also bin ich mal gespannt. Wenn ihr Bock habt, selber die Sticker auszupacken, zu sammeln, einzukleben, zu tauschen, könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Beschreibung auschecken. Der führt euch zum Panini Online-Shop. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder, hier auf meinem Kanal. Haut rein, ciao!